Sie haben ja gestern in der UNO-Generalversammlung der Rede von Donald Trump gelauscht hier in New York, die ziemlich umstritten ist. Was hatten Sie denn für ein Gefühl bei dieser Rede? Naja, mir ist es nicht viel anders gegangen als den meisten anderen im Saal, glaube ich. Es war zwar nicht so sehr überraschend, was er inhaltlich gesagt hat, weil viele der Aussagen kennt man ja schon aus anderen Reden, aber dass er die Rede in dieser Art und Weise vor der UNO hält, das hat dann doch bei einigen ein zumindest mulmiges Gefühl hinterlassen. Ich glaube, gerade was Nordkorea betrifft, ist es notwendig, eine Lösung am Verhandlungstisch zustande zu bringen und keine weitere Eskalation. Was den Iran betrifft, haben wir einen ganz gegenteiligen Zugang. Wir sind froh, dass es das Iran-Atomabkommen gibt, das in Wien abgeschlossen wurde, weil dieses Abkommen dazu führt, ein Stück weit mehr Stabilität und Sicherheit in der Region erreichen zu können. Dieses Abkommen jetzt aufzukündigen, wie es Donald Trump anscheinend vorhat, das halten wir für den absolut falschen Weg. Und eine Reform der UNO, das sehen wir positiv, allerdings im Sinne des Generalsekretärs, nämlich eine Reform, die dazu führt, dass die UNO nachher stärker und nicht schwächer ist. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass das das Ziel von Präsident Trump ist. Sie haben gestern auch Henry Kissinger, US-Außenpolitik-Legende, in der Park Avenue getroffen. Was hatten Sie von ihm für einen Eindruck? Er hatte wirklich sehr viel Expertise bei sämtlichen Weltkonflikten, die es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Es war ein ausgesprochen interessantes Gespräch, weil er natürlich eine lebende Legende ist und unendlich viel selbst mitgestaltet bzw. miterlebt hat. Ich glaube, dass seine Sorgen ähnliche sind wie die von uns allen. Die Spannungen mit Nordkorea, die Frage, wie es mit dem Iran-Atomdeal weitergeht. Und natürlich haben wir auch ausführlich über die Zukunft der Europäischen Union gesprochen. Er hat ja Wurzeln auch in Deutschland und hat daher natürlich ein starkes Interesse daran gehabt, zu hören, wie sich Europa weiterentwickeln könnte. Was haben Sie ihm denn zu Österreich gesagt? Da ist ja bald eine Wahl und ich nehme an, er ist auch darüber informiert. Er ist jemand, der generell stark informiert ist, insofern auch zu unserer innenpolitischen Situation. Er hat mich gefragt, wie die Wahl ausgehen wird, und ich habe ihm die Wahrheit gesagt, nämlich, dass wir das jetzt noch nicht sagen können und nicht wissen. Sie haben gestern am Abend, also eigentlich einen Tag früher als geplant, Ihre Rede auch vor der UNO-Generalversammlung gehalten, wo es Schwerpunkte Sicherheit und Antiterrorkampf gegeben hat. Vielleicht können Sie das noch einmal ausführen. Ja, wir haben derzeit ja den Vorsitz der OSZE inne, und einer unserer großen Schwerpunkte dort ist der Kampf gegen Radikalisierung und Terrorismus. Ich habe daher auch bei meiner Rede einen Schwerpunkt auf dieses Thema gelegt. Ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir unsere Kräfte bündeln im Kampf gegen radikale Organisationen wie den IS-Terror, nicht nur außerhalb Europas, sondern auch in Europa. Denn es gibt tausende Foreign Terrorist Fighters, die aus Europa aufgebrochen sind, um im Irak, in Syrien, in Libyen zu vergewaltigen und zu morden. Und wenn wir dort militärisch erfolgreich sind, dann werden immer mehr versuchen, zurückzukehren. Und gegen die gilt es dann in Europa vorzugehen. Alles andere erhöht das Sicherheitsrisiko.